Also hier in der Hartturmbrache heute wieder Testtag, wie die Raupen von so einem Jahr gefressen haben. Was machen wir jetzt da, Lolo? Wir haben hier am 20. Juni diesen Busch bestückt mit L1-Räubchen, ganz frisch geschlüpfte. Und die haben sich hier sehr gut entwickelt und haben eigentlich den Busch, den Liguster, fast komplett abgefressen. Was wir jetzt wissen, das waren ein bisschen zu viel. Es waren vielleicht 150 L1-Raupen, waren ein bisschen zu viel für diesen Busch. Jetzt mussten wir die rausnehmen. Ich habe schon vor ein paar Tagen den größten Teil rausgenommen und müssen die jetzt die Weide wechseln, sozusagen, also auf einen neuen Busch. Ja, die Kühe müssen auf die neue Wiese. Man sieht auch hier, dass es da viele Löcher in den Blättern drin hat. Ja, dass eigentlich ein Großteil der Blätter weg sind. Und wo öffnen wir jetzt das Ganze? Jetzt diesen Sack, den habe ich ja oben aufgehängt und durch das, dass der oben hängt, kann man den unten aufmachen. Hier ist sehr gut verschlossen, wegen den Ameisen hauptsächlich. Das haben wir an einem anderen Busch, wo wir ebenfalls einen großen Einbindsack montiert haben, sind die Ameisen eingedrungen. Auch dort haben wir L1 ausgesetzt und die haben eigentlich bis auf eine Raupe haben die Ameisen alle Raupen gefressen. Und das hat sich gezeigt, dass das sehr wichtig ist. Jetzt kann man hier unten aufmachen und kann so der Wuchsform entsprechend des Busches kann man diesen Einbindsack nach oben schieben. Und das ist sehr praktisch. So, die sind offen und kann man den einfach nach oben schieben. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Und dann sieht man auch gleich, was hier los ist. So, sonst hängen ja die Äste, würden dann einhängen und das wäre ziemlich unpraktisch. Jetzt haben wir hier noch einige. Sieht man da noch was jetzt? Genau. Sind wir noch. Wir haben hier lustigerweise noch steigen die dann auch nach unten. Ja, genau, ich denke, in einer gewissen Zeit sieht man die eigentlich, dass die nach unten wandern. Offenbar, wenn die neues Futter aufsuchen, gehen die oft nach unten, habe ich auch beobachtet. Und wenn man dann eben unten noch das Wasser hat, in einem, dann fallen sie da rein und ertrinken dann auch. Genau. Die Gefahr. Es war ja jetzt, dann kann man die mal rausnehmen. Den letzten Monat war es ja jetzt sehr heiß. Und original thailändische Methode mit der Feder, oder? Das ist, verletzt die Tiere am wenigsten. Genau, die halten sich sehr gut. Sich da, ja, die haben natürlich auch gelernt, da sich an diesen. Das ist hartnäckig, die kann ich jetzt schon so nehmen. Nein, die sind auch schon größer. Aber wie so? Sorgfältig. Und wie viel haben wir jetzt? Zeig mal schnell, wie viel haben wir jetzt da gefunden? Hier haben wir jetzt 6 Stück. Wo bringen wir die hin? Und die bringen wir jetzt in einen neuen Einbindsack. So, hier sind wir jetzt beim nächsten Busch, den du schon vorbereitet hast hier, wo wir diese 6 Raupen wieder unterbringen. Genau. Ja, ich denke auch, das könnte reichen für 6 Raupen, um da noch ganz groß zu werden. So, und was auch, denke ich, was auch wichtig ist, oder was wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass bis unten, wo der Sack dann angebunden ist, zusammengebunden wird, bis unten Äste sind. Dass wenn Raupen runterkommen, genau, dass sie die Möglichkeit haben, hier gleich wieder an Futter zu kommen und aufsteigen können. Inzwischen sind die Raupen hier auf diesem Ligusterästchen schön platziert und halten sich ganz gut und so lassen sie sich ganz gut wieder in den neuen Busch einsetzen. Man kann das einfach hier ein bisschen hochhalten und einhängen. So, die halten sich sehr gut, die fallen nicht runter. Gut, das wird jetzt 2-3 Wochen wahrscheinlich noch dauern, bis jetzt hier diese
Rauben auch groß und verpuppungsfähig geworden sind. Jetzt gehen wir nachher noch zu dem Busch, wo die 100 Raupen von diesem großen Einbindsack jetzt auf die andere Weide gebracht wurden. Und hier sind wir jetzt am neuen Standort angekommen. Da schauen wir jetzt mal an, was die 100 Raupen da drin machen. Sieht man die überhaupt von außen hier? Ja, die sieht man sehr gut. Wenn man da nah ans Netz geht, sieht man sehr gut von außen. Man muss ein bisschen das Auge dafür entwickeln, sieht man das sehr gut. Und in der Nacht, mit der Taschenlampe, ist das, dann leuchten die auf, wenn man hier selber eine Art Taschenlampe. Ja. Das ist gut, machen wir vielleicht mal oben auf. Es hat ja hier einen Reißverschluss oben dran. Dieser Busch ist jetzt sehr stabil. Da habe ich jetzt oben keine Aufhängung gemacht, weil es nicht nötig ist. Bei diesen Einbindsäcken kann man ja oben auch öffnen und kann dann hier den Sack ein bisschen runternehmen und kann dann hier reinschauen. Und jetzt sehen wir sehr gut. Überall hier sieht man diese schönen. Hier sieht man auch das Ästchen. Genau, L3 und L4 sind hier drin. Ja, wunderbar, ich glaube, hier haben die auch genug zu fressen. Auch da würde ich sagen, 2-3 Wochen sollte das soweit sein. He? Genau. Und 100 Raupen bedeutet ja ca. 200 Gramm Insekten. Ja. Puppen. Eigentlich dann von einem solchen Busch, von zwei solchen abgefressenen Büschen.